überhaupt, die gucken nicht nur. Was ich festgestellt habe, immer wenn das da drauf steht, ne, das da, dann ist das auch immer gar nicht so günstig. Der hat hier eben Sachen gemacht, wie sonst nur die Amerikaner das eigentlich machen. Ist schon spät, aber ich sag mal lieber guten Tag. Wir sind auf der Weltausstellung in Krefeld. Das ist ein wunderschönes Event vom Tom. Liebe Grüße an dich, Tom. Der Onassis Porsches, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Sehr, sehr geile Events. Letztes Jahr wunderschön gemacht auf dem Flugfeld, davor das Jahr sehr geil auf einer alten Go-Kart-Bahn, wo ich das allererste Mal Go-Kart gefahren bin. Und heute hier auf dem Mies van der Rohe-Komplex in Krefeld. So schön, es ist einfach geil. Es ist natürlich gerade auch sensationelles Licht, super schöne Autos. Hier ein paar geile 356 stehen, 993. Unser hübscher 992 ist natürlich dabei. Dann hier schöner 991.2 GT3 Touring in Oak Green. Richtig schön. Also es, du hast alles. Es ist alles da und die Location ist der Hammer. Hier ist quasi, ja, ich sag mal, der Bauhaus-Stil geboren worden. Und das kommt natürlich extrem gut. Da vorne steht auch ein schöner 992 GT3 in grün. Ich habe gerade schon zu Sandro gesagt, vielleicht war es doch eine scheiß Idee, den Silber zu nehmen. Aber irgendwie muss ich sagen, Silber ist halt doch extrem geil. GT Silber ist einfach eine schöne Farbe. So sieht's aus. Einmal ganz alt, einmal ganz neu. Ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes, ein RSR mit dem GT3 zu vergleichen, aber es kommt schon in die Richtung. Ja? Und hier muss ich sagen, ist schon sexy. Und dann kommst du natürlich doch irgendwie so ein bisschen ins Schwelgen und grün ist ja eh meine Farbe, auch wenn es nicht lichtgrün ist. Das sieht schon gut aus. Das ist schon schön. Wir haben letztens einen Sternrubinfarbenen gesehen, der war richtig geil, weil schwarzer Sattel, silbernes Rad, also quasi wie ein 964, das sah auch top aus. Aber ich muss sagen, wenn der jetzt da so steht, auch mit dem gelben Sattel, wir haben ja schwarze Sättel genommen, hat schon was. Ne? Ich bin aber trotzdem extrem froh, den in Silber zu haben, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt gerade nicht silber ist, sondern in unserem schönen Racing-Design. Das macht schon auch einen schlanken Fuß, muss ich sagen. Das ist wild. Und vor allen Dingen, was natürlich auch dem Sandro extrem gut gefällt, der mintfarbene Flügel. Ja, der Farbverlauf Neon-Gelb, Mint, der ist schon Porno, ne? Der kann viel. Ich glaube, das werden wir auch noch öfter sehen. Also da wird noch ein bisschen was kommen. So, jetzt gehen wir mal rein. Da stehen nämlich auch witzige Sachen. Schöne Rallye-Autos. Geiler alter Cayenne mit Dachzelt, finde ich auch extrem cool. Das gehen wir uns jetzt mal angucken. Was für ein geiles Teil. Finde ich einfach nur Porno. Ne? Also, ich weiß nicht, viele von euch mögen, glaube ich, so alte Autos nicht so richtig, nur so ein bisschen. Und ich feiere das ja einfach so ab. Ne? Und wenn ihr mal anguckt, damit sind die einfach früher so durch die Wüste gehämmert, haben, was weiß ich, alles Mögliche damit gewonnen, mit einem Elfer mit Heckantrieb. Wahrscheinlich, als sie an den Start gerollt sind, haben sich alle gedacht, Le Mans ist die andere Richtung, was ist los mit dir? Und die haben einfach alles weggebügelt. So. Und dann kam natürlich die Oberwaffe. Das Schätzchen. Ja, da stehen auch die ganze Zeit irgendwelche Leute dran und ich glaube, die gucken nicht nur. Kann man ja nicht sagen.
Also das ist so ein geiles Ding. So ein 959. Alter Vater. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du stehst da irgendwo so Dakar 1987 oder so und dann kommt so ein Koffer an dir vorbeigehämmert. Wahnsinn. Soundtechnisch auch ganz großes Tennis, sowieso der 959. Auch so von der, die komplette Klangkulisse ist einfach geisteskrank. Durch die Wasserkühlung und so weiter, wenn so ein Ding neben dir steht, du denkst so, was ist das? Das hört sich an. Seltsame Technik in dem Teil. Ja, und ich meine, du musst ja halt überlegen, Ende der 80er, ne, das war ein Supersportwagen, Ende der 80er. Und das war damals, glaube ich, deutlich krasser als heute ein LaFerrari oder ein 918 Spyder oder sowas. Ne? Also hier, Porsche hat hier schön aufgefahren, muss ich sagen. Übrigens, gerade noch mit dem Sandro diskutiert habe, hier, ja, so ein alter Cayenne, beziehungsweise alt, ja. Ich finde ihn aber geil. Ja. Also 9 PA heißt das Schätzchen. GTS ist natürlich Endgegner oder Turbo, aber gibt es ja auch in normal, sage ich mal, schon mit dem V6 drin, nicht ganz so abgefahren. Die Autos kriegst du für kleines Geld und kannst unheimlich coole Sachen damit machen. Also ich meine, die Frage ist natürlich, ob du jetzt auf der Kö hier so eine Schaufel brauchst und ein Ersatzrad und so weiter. Aber sieht auf jeden Fall geil aus. Man könnte natürlich auch hingehen und so ein Dachzelt da drauf stecken. Ja, ist auch nicht schlecht. Auch das wirst du in Düsseldorf wahrscheinlich nur brauchen, wenn du doch aus Versehen beim Italiener Limoncello zu viel hattest und dann sagst, na, wo schlafen wir denn heute Abend? Klappst dein Dachzelt aus, Abfahrt. Aber ne, so ein bisschen rumgesponnen, so als Reisemobil. Oder wenn wir nach Schweden nochmal sollten, dann fahren wir einfach mit dem Auto runter. Ja. Hier mit so einem Apparat, was soll denn da passieren? Ich meine, die Teile kriegst du ab 15.000, sowas? Dann hast du schon einen recht guten, glaube ich, ja. Und ich meine, ich weiß natürlich, die Umbaumaßnahmen, die sind mit Sicherheit teuer. Vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, immer wenn das da draufsteht, ne, das da, dann ist das auch immer gar nicht so günstig. Aber es ist auf jeden Fall extrem geil. Und ich muss sagen, das Ding gefällt mir schon gut. Vor allem hier beim GTS, ne? Geil ist bitte der Dachkantenspoiler. Das war ohne Spaß. Mhm. Also beim Turbo sieht der anders aus. Das ist mir so noch nie ins Auge gefallen. Das ist sexy. Das ist echt sexy. Ich sehe uns in so einem Auto, muss ich sagen. Kann was. Aber gucken wir mal weiter, was sonst noch Schönes gibt. Diese ganze Thematik Rallye und Sahara und so finde ich ja ultra geil. Ne? Hier, bisschen älter, der Apparillo da vorne im Martini-Design ist, ich weiß das Jahr jetzt nicht genau, ist auf jeden Fall schmales G-Modell, es müsste irgendwo Ende der 70er sein. Ist auch extrem cool, ist sozusagen der Vorgänger von dem da, wenn man das so grob nennen kann. Und wenn ich dann so ein Teil sehe, so komplett ohne Branding, dieses wunderschöne Exemplar da vorne. Wie kam das überhaupt bei Porsche, dass es doch so viele Rallye-Fahrzeuge gab? Das ist eine gute Frage. Also ich kann es dir auch nicht so richtig beantworten, weil die sind ja auch tatsächlich Rallyes gefahren, ganz normale Rallyes. Sahara und Paris-Dakar und was weiß ich was alles, das verstehe ich noch. Das ist so ein krankes Event, wo sich halt jeder denkt, oh, so was, da hauen wir mal schön auf den Putz. Aber warum die dann so extrem in diese ganze Rallye-Szene gegangen sind, weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht damals mussten, um irgendwelche Autos bauen zu können, zu dürfen. Keine Ahnung, was sie sich eigentlich dabei. Sehr untypisch für einen Porsche, sage ich jetzt mal, von Elber. Ja, komplett. Vor allen Dingen, das hat ja auch danach sofort aufgehört. Ne? Also die Rallye-Ära ist ja vorbei. Es gab ja mal kurz einen Cayman GT4 als Rallye-Auto. Der wurde aber dann am Ende doch nicht gebaut, weil wahrscheinlich die Nachfrage nicht da war. Es gibt sehr viele 996 und 997 Cup, die zum Rallye-Auto umgebaut wurden. Mhm. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch ein paar 991. Sehr geil und die Dinger, die sind echt richtig, richtig schnell. Einfach ein Traum. Ja, und so ein Apparillo hier ist natürlich auch extrem sexy. Ne? Und was ich witzig finde, guck mal, du siehst ja, die haben ja diesen Spritzschutz, ne? Und da dann nochmal den Spritzschutz, weil wenn du halt eingelenkt hast, ne, dann ballerst du dir sonst komplett die ganzen Steine unter das Auto. Und deswegen haben die sich da nochmal so einen Spritzschutz hingesetzt. Dreifacher Spritzschutz. Die sind, genau, die sind schon schlau, die Freunde aus Stuttgart bzw. Zuffenhausen. Ich liebe ja solche Details einfach. Ne? Du kannst die Heckscheibe hier, die quasi keine mehr ist, nimmst du raus, das Ersatzrad drunter und so ein Zeug. Das ist einfach ultra geil. Ne? Und hier schön alles leicht, leicht, leicht. Ist schon mal fein. Ja, Porsche Classic hat ein paar schöne Dinge noch mitgebracht. Hier so eine entlackte Karosse.
macht natürlich einen sehr, sehr schlanken Fuß. Das wird wahrscheinlich eben für 3 Liter RS sein. Breite Kotflügel vorne, hinten, dann der Bürzel, der Flügel. Das ist schon schön. Hier so ein paar Details. Kunst aus so banalen Dingen wie zum Beispiel einem Scheinwerfer zu machen, finde ich ja ultra gut. Ne? Hier zum Beispiel 996. Das hier wird wahrscheinlich hier vorne das Rathaus. Es muss irgendwas Altes sein. Nordschleifenfahrwerk. Passend in Grün, selbstverständlich, gibt es aber wahlweise auch in Rot. Ja. Aber das finde ich schon extrem schön. Das ist geil gemacht. Ja, das stimmt sogar. Das habe ich gar nicht gesehen. Für Deutschland-Sticker drin. Sicher jetzt erst. Lüfterrad, auch immer wieder schön. Macht sich auch gut als Deko sowas. Oder? Vor allem gerade so, wenn es quasi brandneu ist, wenn es eingebaut ist, dann sieht es in den meisten Autos ziemlich abgefuckt aus. Und es ist auch sehr, sehr teuer, das wieder so hinzubringen. Deswegen so ein Lüfterrad so in funkelnagelneu, schon sexy. So, komm, wir gehen mal draußen ein bisschen gucken. Ja. Weil es sind extrem schöne Autos da. Unser Kollege Vincent Kolb, ne, der mit uns 24 Stunden Rennen gefahren ist, der hat auch sowas in die Richtung. Auch so ein F-Modell, ich sag mal so eine richtige Rough and Dirty, einfach auch total minimalistisch, in einem schönen Grau, so aufgebaut wie die Schätzchen hier. Aber da sage ich ganz ehrlich, das musst du natürlich auch wollen, ne? Das musst du wollen, weil wenn es 30 Grad draußen sind, dann sind es in dem Auto einfach wahrscheinlich 70 Grad. Der ist letztens damit auf der Nordschleife gewesen. Geile echt? Bilder, ja, Touri-Fahrten hat er damit gemacht. Mega. Sehr geil. Also echt witzig. Wie schlägt sich so ein altes Ding? Gut, ich sag mal so, ne, wenn du ein bisschen am Lenkrad kurbeln kannst und weißt, wo es lang geht auf der Nordschleife, dann bist du ja grundsätzlich bei den Touri-Fahrten schon mal relativ weit vorne dabei. Aber du hast natürlich einfach viel zu wenig Qualm. Ne? Ja. Das Ding ist zwar schön leicht und so weiter, aber du hast natürlich einfach zu wenig Dampf an der Kette. Obwohl die ja auch nicht so wenig Leistung haben. Ja, es gibt schöne Sachen. Also wir haben ja jetzt ganz kurz schon mal, wie heißt das, Sneak Peek. Ja? Wir haben ja ein schönes Auto gesehen mit einem 3,4 Liter Motor, 320 PS. Den werden wir jetzt demnächst mal fahren, also auch so ein altes Schätzchen. Und wenn du da natürlich 320 PS hast, dann bist du ganz vorne mit dabei. Ne? Weil leicht und Qualm, da bist du natürlich flott. Ich weiß jetzt nicht, wie viel PS das Auto von Vincent hat, aber ich glaube, es ist ein G-Modell und hat es quasi so zurückgebaut auf F. Und B, glaube ich nicht, dass der ein 3,4 Liter Motor mit 60er Weber Vergasern und 320 PS da reingeschmissen hat, weil das ist natürlich auch eine sehr kostspielige Angelegenheit, weil dann kostet so ein Motörchen nämlich mal ganz gerne 50, 60, 65.000 Euro und da musst du dann auch wollen, also da musst du dann auch wirklich sagen, gut, das brauchst du jetzt. Ne? So, guckt euch das doch mal an. Es ist jetzt schon relativ wenig los, weil wir haben mal wieder viel zu viel gequatscht und viel zu viele Fotos gemacht und alles Mögliche gemacht. Und deswegen sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Aber ich finde gerade jetzt die Stimmung einfach geil. Mega Atmosphäre, tolles Licht gerade auch. Guckt euch mal die Schätzchen hier an. Sowas finde ich ja auch ultra gut. Ne? Ja. Die Farbkombination, die geht mir ja gut rein. Im Moment, diese ganzen Kaffeetöne, beige und so, off-white, das gefällt mir so gut. Das ist jetzt übrigens ein 912. Erkennt ihr daran, dass der halt ein bisschen kompakter ist? Ja. Gab es früher mal für kleines Geld. Zeiten sind auch vorbei. Gibt es auch nicht mehr für kleines Geld? Also die Frage ist natürlich immer, was ist kleines Geld? Ne? Jeff Bezos würde jetzt sagen, Alter, was willst du von mir? Kleingeld, schmeiß ich abends in eine Musikbox. Ja. Aber also ich sag mal, du konntest so vor 5-6 Jahren konntest du so Autos kriegen für 15, 18 und jetzt kosten die aber auch 30 plus und so fertig gemacht natürlich deutlich mehr. Weißt du, das Beste ist an dem Event hier, sind alle super nett, super entspannt, alle gleich bekloppt. Es ist echt so schön hier. Also da muss ich nochmal ein großes Kompliment an Tom machen. Die Events sind immer der Hit, wirklich. Also wir waren ja mal 2018 muss das gewesen sein.
waren wir bei der Targa Cannibale mit dem 964 noch. Das war schon sensationell und jetzt hier mit dem Event hat das nochmal getoppt. Hier seht ihr übrigens ein geiles Bild von ihm in seinem 356, den er komplett aufgebaut hat. Ja, da oben steht Ride On und ihr habt wahrscheinlich auch schon jetzt gesehen, dass hier einige Autos unterwegs sind mit diesen pinken Streifen oben in der Windschutzscheibe. Auch da steht Tom Ride On drauf. Tom hat leider Krebs, wurde im März festgestellt und ja, das ist schon nicht nur, weil ich mit ihm befreundet bin, auch für die ganze Szene merkst du einfach, was das für ein Schlag ist. Und wie gesagt, es ist, ich habe gerade so ein Kloß im Hals. Es ist irgendwie aber ziemlich hier beschissen. Ja, ja. Es ist so scheiße, weil er hat einfach in der deutschen Szene so eine krasse Community geschaffen. Einfach, der hat hier eben Sachen gemacht, wie sonst nur die Amerikaner das eigentlich machen. Und du siehst es, die Leute kommen von überall her und feiern einfach diese Events ab. Und ich kann euch nur empfehlen, auch wenn ihr keinen Elfer habt oder einen neuen oder egal was, und wenn ihr nur ein Fahrrad habt, scheißegal, fahrt mal zu so einem Event. Guckt euch die Autos an, unterhaltet euch mit den Leuten. Es ist so geil, es ist so eine tolle Community. Die Leute sind sowas von entspannt, überhaupt gar nicht so, wie man sich vielleicht den klassischen Porsche-Fahrer vorstellt. Also es ist immer so schön, hier zu sein. Wirklich der Hammer. Ja, Leute. Ich finde, es einfach schön hier. Ne? Die Leute sind geil, die Autos sind geil, diese alten Gemäuer sind geil. Die Mischung alt-neu finde ich auch extrem gut, muss ich sagen. Aber wenn du hier so ein Schätzchen da stehen siehst, vor allem auch jetzt gerade hier in dem Bereich von Porsche Classic, wie die einfach die Autos so random dahingestellt haben. Es sieht halt nicht so aus wie platziert, sondern es sieht halt echt so aus, als hätte Peter hatte keine Lust mehr, hat den Koffer da stehen gelassen und ist gegangen. Das finde ich geil. Aber ist ja auch gut so. Ja, das ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vermitteln von diesem wunderschönen Event. Bitte checkt das aus, Onassis Porsches, und zieht es euch rein. Schöne Instagram-Seite und dann Augen auf, nächstes Jahr wieder ein schönes Event, ich bin mir sicher, weil Tom, Junge, du wirst das machen. Wir sind alle hinter dir und ja, das wird einfach der Hammer. Und ihr müsst vorbeikommen, egal was ihr für ein Auto fahrt, alles scheißegal. Es geht nur um die Veranstaltung, die Leute, die Emotionen und einfach hier so ein bisschen die Vibes abzuschnuppern. Sehr geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal ein paar Sachen in die Kommentare, ob wir öfter solche Veranstaltungen besuchen sollen oder ob ihr noch andere Ideen habt, gerade im Zusammenhang mit alten Autos, gerne reinschreiben.